Knockback. Donuts bringt den Knockback durch. Der Damage von Vertigo ist gut. Er hat den Q als Riposte wieder am Start. Und das First Blood geht an Donuts. Gut gespielt. Sehr, sehr schön. Und damit kriegt Schalke ein schönes Early Game Objective. Damit sollte man sehr zufrieden sein. Ich gehe auch davon aus. Die Möglichkeiten für Frankfurt, das zu contesten, scheinen aktuell noch sehr begrenzt zu sein. Wollen sie auch gar nicht. Diesel nicht in der Position, muss nämlich noch die Botlane Wave beantworten. Overall für Stallen ist dann Diesel entsprechend im Move hat, aber wir könnten hier vielleicht sogar direkt einen Fight sehen. Will man den nehmen auf der Seite von Schalke? 3000 Leben sind noch zur Verfügung auf dem Drake. Schalke wird von Frankfurt rausgesucht, der Flash Engage auf den AD Carry funktioniert, Dizzle liegt im Fokus, hat die Brautpass hier auf sich drauf, Afroboy zu deep und Afroboy ist down. Donner secured den Drake und den Kill, schießt weiter gegen Steel, auch diesen Kill nimmt sich Donner. Starke Rotation von ein. Takra hat zwar kein Teleport, aber er hat Zion gepickt, das heißt, er kann einfach als Zug dazu stoßen. Afroboy channelt bereits sein Dash, geht über die Wand, ist alleine ziemlich früh drinne, wird auch einfach instant gebürstet. Der Zug kommt wie immer verspätet, der Knock-up ist trotzdem cool. Ziel flasht auf die andere Seite, secured the Kill gegen Sase. Man feuert weiter und der Double-Kill für Ziel. Währenddessen macht aber Vertigo Hackfleisch aus der Backline, hat die Ultimate gepoppt. Der Damage über Astral ist ausreichend und damit holt sich Frankfurt den besseren Teamfight. Vertigo setzt noch hinterher. Wird es auf der anderen Seite der Map, den Top-Lane, wird von Frankfurt eingepusht. Ja, das wird sehr, sehr schmerzhaft auf jeden Fall werden, weil du jetzt hier nicht nur dann einmal den T1-Turm mitnimmst, sondern natürlich auch eine Möglichkeit hast, mindestens den zweiten Charge durchzubekommen, wenn nicht mehr. Das ist sehr, sehr viel bedeuten könnte für Sase 600 an der Zahl und das wäre natürlich für diesen Jace unfassbar angenehm, aber auch Schalke ist nicht untätig, nimmt sich über Afroboy und Simply noch mal ein kleines Cross-Map-Play, aber dadurch könnte der Turm jetzt fallen. Das wäre nochmal an... Ach du, oh mein Gott, what? Donuts hat aber den Hook gedodged auf die weirdeste Art und Weise. Damit ist Sase jetzt leider tot. Er hat aber seinen Midlaner verkauft. Nein, Sase immer noch am Leben. Der nächste Anker trifft. Der Topset ist, jetzt versucht sich hier nochmal ein bisschen extra Turmgold mitzunehmen. Und es ist erfolgreich. Und da vollkommen angenehm, dass der Victor besser ins Spiel kommt. In der Analyse-Ecke wurde es von Black G-Star angesprochen. Der kann hier große ein bisschen an den 12-Jährigen, der einen in der U-Bahn anpöbelt. Was ähnliche Dimension, würde ich sagen. Auch nicht so die größte Erfolgschance, trotzdem natürlich hier, ja, gutes Play von Frankfurt. Sie sind auf jeden Fall auf einem sehr guten Phase. Das ist natürlich wichtig und richtig hier, denn von dem Maokai hält relativ viel ab. Ja, man spielt das schön auf der Seite von Frankfurt. Man schickt Vertigo auf die Sidelane, das ist auf jeden Fall ein Matchup, was er jetzt gut aggressiv dann nochmal entsprechend aus, hat Flash. Geht aber in die Stopwatch. Baumpassive ist hochgesteckt. Der Knockup trifft sogar auch noch auf Michiko Seal. Er kauft viel Zeit. Flasht auf die andere Seite, bleibt am Leben. Der Teleport von Sake kommt zu. Aber der Snipe von Dizzle hat sogar noch funktioniert. Simply stark positioniert. Sase geht trotzdem auf ihn drauf. Simply flasht über die Wand. Währenddessen kann Dizzle viel Damage anrichten. Simply muss den Mystic Shot von Dizzle flashen. Der ist immer noch gut positioniert. Haut immer mehr Qs rein. Secured den nächsten Kill. Und gewinnt Frankfurt den Teamfight. Sakra immer noch nicht raus, kassiert echt viel Schaden. Und das ist halt super easy, dass Dizzle den Drake soloen kann. Da kommt aber trotzdem der Engage. Teleport von Simply stößt zum Team dazu. Donuts ist bereits früh in der Stopwatch. Jetzt ist der Drake gefallen, aber du fightest ohne AD Carry. Vertigo verteilt den Teamfight, sucht das 1 gegen 1, ist jetzt aber mal 1 gegen 4, wird gechased, findet den 3. Das Ganze könnte sich zu einem Teamfight entwickeln. Sakra half ihr Leben verloren, wanted aber ebenfalls angeschlagen. Vertigo nach wie vor in der Seite. Sakra liegt im Fokus, Sakra wird angegangen, aber Simply ist da. Der Midlaner fehlt, der Damage kommt durch Dizzle, aber auch gestorben. AD Carry gegen Midlaner getauscht. 4 zu 4 Teamfight, immer noch im Gange. Man kriegt Vertigo, Shutdown für Michigu. Und das Comeback für Schalke 04. Das war richtig wichtig, T1-Turm. Und das war ein sehr solider Trade. Schalke, sie geben sich nicht auf. Afroboy, force die Stopwatch von Donuts. Wartet, blockt den Hook, kann damit einiges wegdenken. Sase ist der Einzige, der hier noch richtig guten Damage macht. Die Braunpassive fast komplett gestackt. Jetzt der Stun of Seal, aber die Star-Iron von Michigu. Der secured den nächsten und Afroboy klaut sich den vierten. Double Kill und das Ace für Schalke. Was ein Play von Afro und der Schalke. Alleine tanken, Seal stößt dazu. 3 gegen den Baron. Afroboy geht auch wieder da. Michigu sidesteppt den Baron. Oh mein Gott, der ist so unglaublich low. Jetzt kommt Simply, der Shutdown. Der Jungler ist tot, aber der Baron fällt trotzdem. Es ist so ein Unglück. Jetzt hier in die Gelsenkirchener Face checken und der Drache könnte sehr, sehr schnell weg sein. Für Frankfurt wäre das durchaus noch akzeptabel. Sakra hat einiges an Damage kassiert, geht jetzt in die Ultimate, kommt gerade so raus, ist aber extrem low. Afroboy versucht den Backline-Dive. Der Shutdown gegen Dizzle! Vertigo versucht dann den Return-Kill mitzunehmen, ist extrem squishy. Dash wieder raus, hat nicht den nötigen Schaden. Michigan und Simply
räumen Frankfurt vom Platz. Was? Den Ezreal sofort aus dem Fight rausnimmt, die Win-Condition eliminiert. Und jetzt geht man weiter nach vorne, man verhindert die Soul und kann mit dem Nash-Buff auf jeden Fall das Gold nochmal mehr in die Taschen bringen. Schalke schafft wieder. Also Facetake das, die wollen das Spiel. Die wollen hier das und enden, jetzt, oder? Wir sind 34 Minuten was? Im Game. Die Winning Streak von Frankfurt, die könnte jetzt gebrochen werden. Man geht nochmal in die Base. Man versucht hier für den Finish zu gehen. Schalke, sie wollen im direkten Duell Donners den Sieg sich holen. Geht in die Stopwatch, holt wichtige 2,5 Sekunden raus, aber man bekommt den Kill gegen Saas. Auch Donners fällt. Schalke 04 bricht die Winning Streak von Frankfurt. Kriegen wartet das erneute Ace und Schalke gewinnt gegen Frankfurt. Aus dem Nichts endet Schalke 04 Esports die Winning Streak.